Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut uns sehr, heute das Projekt für individuelle Lärmbegleitung ganz kurz vorstellen zu dürfen. Wir sind zu OER gekommen vor der Fragestellung, was bedeutet es, wenn man Lehrerkooperation in Schule stärkt? Und wir stellen Ihnen ganz kurz einmal das Projekt für individuelle Lärmbegleitung vor und gehen auf eine Handreichung ein, die im Zusammenhang mit diesem Projekt entstanden ist. Ja, diese Handreichung zunächst mal können Sie im Internet abrufen unter Profil.Saarland. Und letztlich ist sie aus einem Bedarf entstanden in diesem Projekt für individuelle Lernbegleitung. Ich habe jetzt hier mal so einige Schlagwörter aus diesem Projekt praktisch aufgelistet. Also es geht eigentlich darum, im Kern, dass zwei Kollegen, später werde ich die Struktur noch ein bisschen näher erläutern, aus einer Schule in ein fachbezogenes Netzwerk kommen, ja, zum Beispiel ins Netzwerk Deutsch, um dort Unterricht weiterzuentwickeln. Sie werden begleitet dabei von Experten, erstellen Aufgaben, ja, Arbeitsmaterialien, Lernengagements und sollen sich letztlich gegenseitig da auch Feedback geben und diese Materialien im Unterricht erproben. Wichtig ist an der Stelle, dass das Projekt kein Einzelprojekt ist jetzt des Ministeriums, sondern dass wir das Projekt gemeinsam mit unserem Landesinstitut aufgestellt haben, mit dem ja, Landesinstitut für Pädagogik und Medien. Und der Björn begleitet eben im Rahmen dieses Projekts die Plattform, die entstanden ist. Dazu werden wir aber gleich noch was sagen. Ja, hier eine kurze Abbildung der Organisation. Die stammt aus einer anderen Präsentation, die vor Schulleitern gehalten wurde. Deshalb hat die auch ein bisschen anderes Layout. Sie sehen hier zwei Vertreter der Schule werden entsandt. Ja, in der Regel gibt es da auch einen Beschluss an der Schule, zum Beispiel in der Gesamtkonferenz, dass sich die Schule beteiligt an dem Projekt. Und diese beiden Vertreter gehen dann eben in einzelne Netzwerke, zum Beispiel MINT, ja, oder Deutsch, hatte ich eben schon angesprochen. Sie werden begleitet durch einen Fachkoordinator, der am LPM angesiedelt ist und eben begleitet auch durch Expertinnen und Experten. Also in der Regel sind das Fachdidaktiker, die eben diese Netzwerkarbeit mitbegleiten und unterstützen. Ja, hier auf dieser Folie sieht man die Struktur nochmal in einer anderen Darstellung, auch im Kontext jetzt mit offenen Bildungsressourcen. Die Fragestellung des Umgangs mit Lernmaterialien, die kam im Projekt selbst auf, relativ schnell, als die Kolleginnen und Kollegen mit der Tatsache konfrontiert wurden, eben Materialien zu nutzen. Ja, Schulbuchmaterialien ist das nicht ohne weiteres möglich. Und ja, dieser Ansatz für OER stammt eben aus der besonderen Struktur, wenn Lehrer kooperieren und digital Materialien tauschen sollen. Gut, im Zusammenhang mit diesem Projekt hat sich das Problem ergeben, wie schaffen wir es, Lehrkräfte, die teils über das ganze Bundesland verstreut sind, so zu vernetzen, dass sie kooperieren und kollaborativ Materialien erstellen können. Und wir haben uns da entschlossen, eine eigene Lösung zu stricken. Die will ich Ihnen hier kurz vorstellen, von der technischen Seite her. Und zwar ist das eine Lernplattform, die Profilplattform, die basiert in ihrem Kern auf einem CAS-Server, der die Nutzerdaten abgleicht mit einer Datenbank, die bei uns am Institut schon existiert. Und dieser CAS-Server dockt dann an verschiedene komplett quelloffene Software. Wir benutzen eine OwnCloud als Datei-Cloud, um dort Dateien zu tauschen, einen Mail-Client, Roundcube und ein Moodle als Lern- und Austauschplattform, damit sich die Lehrkräfte dort koordinieren können. Es ist modular aufgebaut, wie man hier sieht. Das heißt, es ist jederzeit möglich, noch etwas anzudocken. Beispielsweise eine Groupware wäre angedacht. Das Letzte, was dazugekommen ist, ist ein Online-Office, das kollaboratives Arbeiten an Dokumenten ermöglicht. Da haben wir in die OnCloud einen Collabora integriert. Gut, Datenschutz war uns sehr wichtig dabei, das nur kurz. Und hier kommen auch OER ins Spiel, da alle Lehrkräfte, die an dem Projekt teilnehmen, sich per Annahme der AGB auch bereit erklären, das, was sie dort erstellen, unter CC zu veröffentlichen. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz die Stellgrößen.
Also Unterrichtsentwicklung ist im Zentrum für uns. Sie sehen hier Lerndiagnostik, Individualisierung, Kooperation, Feedback, Kultur und Schüleraktivierung. Wir führen das nochmal näher aus, später auch in einem Fachforum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.